Ah, was ein Teil. Ein Pickup. Ein Lightning. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich bei den neueren Fahrzeugen gar nicht so aus. Ich muss jetzt erst mal fragen, was das ist. Ich glaube, das ist Chevy, oder? Ist das Ford? Ford ist das. Ein Ford F-150, oder? Ja, 2001er Baujahr. 2001er. Und Lightning ist eine Sonderedition gewesen, ja? Der letzte Werks F-150 gewesen mit Kompressormotor. Der letzte Werks war mit Kompressormotor, da musst du mal aufmachen. Da gucken wir mal rein. Da ist ein Kompressor drin. Das ist natürlich heftig. Kompressor muss man nehmen. Da ist irgendwo ein Kompressor, sagt er. Aber der was haben wir denn da für eine Leistung drin? Der ist gemacht jetzt mit 550 PS. 550 PS, da ist der Kompressor. Vorne hier schönes Wut gebläse. Den habe ich auch. Zum 30 ist auch so. Seitlich. Ja. 500 PS ist natürlich ein Bot, aber das ganze Auto hier ist ja ein bisschen tiefer und hinten eine schöne Verladeraumabdeckung drauf. Das ist schon. Das macht dann schon Spaß, auf der Autobahn irgendwelche Porsches zu jagen. Oder absolut, das, ja. Oder die Audis, die immer von hinten mit Lichthub bekommen. Ja, das ist schon. Da kann man mal kurz Gas geben und dann gucken die ganz doof. Der ist auch noch schön tief, eine gute Lage. Aber ich habe das mal erlebt, wie das ist in so einem V10 Dodge, der so ohne Leiter brauchst zum Einsteigen. Mit 200 hinter so einem Audi herzulangen auf der Autobahn ist auch geil. Er hat gedacht, wir rollen gleich über ihn. Ja. Nicht vorbei, sondern über. Aber das ist, da musst du Mut haben, weil bei der Höhe, wenn du mit dem LKW so schnell fährst, das ist ja schon fast ein LKW, das sind so ganz komische Gefühle. Also, da läuft so 200, als wärst du bei der Bundesbahn so im Zug sitzt oder so. Weißt du, ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ja immer noch irgendwie eine Schrankwand. Ja? Ja. Auch wenn sie schon ein bisschen abgerundet ist, das ist trotzdem nur eine Schrankwand, die musst du vorwärts drücken. Ja? Also, ja, aber über 200 mit dem zu fahren, das ist dann schon ordentlich, ja? Ja, das ist auch schön, aber es ist schön rückschrittig gemacht, dass das auch funktioniert. Ja, und für europäische Verhältnisse auch passend, ne? Ja. Diese Dodge Rams zum Beispiel sind ja riesige Apparate, findest ja nie einen Parkplatz, aber sowas hier, da hast du noch eine Chance, dass es in der Garage passt. Sehe ich auch das erste Mal hier. Ja, muss ich sagen. Das ist 2002, heißt das. 2001. Aha. Ah ja, das ist schon mal gut. Hier sieht man auch schön Step-Side-Pickups. Die haben eben entsprechend eine Trittfläche, dass man seitlich draufsteppen kann. Ja, wenn du was aufs Kofferraum holen. Ja, genau, wenn man in den Kofferraum holen. Ja, der ist noch nicht fertig. Er ist jetzt von unten gemacht, so ein neues Fahrwerk ist drin. Vorne sind andere Aufhänger, hat Aufhängungen drin, dass er tiefer kommt. Er ist wesentlich höher normalerweise. Macht natürlich auch Spaß, auf so einem Auto ein bisschen rumzutunen. Gibt es auch allerhand bei den Amis drüben. Ne? Muss man hier nur gucken, dass man Tüner findet, der das alles einträgt. Ja, aber es gibt viel. Die Amis stehen ja auf Pickups. Und da gibt es viele Sachen zu kaufen. Für, ja? Hier hat auch schöne Seitenspoiler drauf. Ja? Also das ist ein schöner, moderner Pickup. Auf jeden Fall. Schönes Teil. Ja, schön, danke, gerne, dass du da bist. Auf jeden Fall. Das erinnert mich an so Sachen, es gibt in Australien, gibt es ja die berühmten, wie soll man sagen, so eine Art El Camino, ist wirklich was da. Das ist ja bei Australien immer noch drin. Da gibt es auch ganz merkwürdige Sachen. Jetzt auch mal Sound hoch. Gut klingen tut er auf jeden Fall. Ist er an Fahrt? Ja, manchmal sieht man Autos, die hat man nicht.